und moin, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist mal wieder etwas länger her, dass ich mich gemeldet habe. Ja, so ist es halt dann um die Zeit, aber ich glaube, das betrifft uns alle jetzt zur Weihnachtszeit, dass wir doch was zu tun haben und ja, oder auch mal ausruhen. Außerdem war ja die Fußball-WM, wo ich ja sehr gerne auf dem Sofa war mit meiner Katze. Und ja, deswegen hat sich das alles so ein bisschen wieder nach hinten gezogen. Aber einmal vor Weihnachten wollte ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal melden. Und heute ist, glaube ich, ein ganz guter Tag. Ich habe jetzt soweit alles organisiert, abgearbeitet, was ich jetzt für die Feiertage brauche. Ja, und deswegen kommt jetzt nochmal ein Haul, weil was ich jetzt gebastelt und gemacht habe, das ist jetzt privat. Und ja, na, im nächsten Jahr geht es dann wieder weiter. So, ich habe verschiedene Shops geshoppt. Einmal war ich beim Dehner, beim Gartencenter Dehner. Da hatten sie 30% auf Weihnachtsartikel. Da habe ich mir einen Schlitten gekauft, einen, so einen größeren. Der steht jetzt schon im Wohnzimmer. Die ist auch, glaube ich, uninteressant. Interessant war jetzt irgendwie dieses Schätzchen hier für 2,50 € statt für 7,79 €. Das lag jetzt einfach mal so zwischen den Weihnachtssachen rum. Das fand ich ganz hübsch, die Blüten von Paper Poetry. Ja, ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum, wie lange das da rumgegammelt ist oder so. Auf jeden Fall fand ich es ganz hübsch. Das habe ich beim Dena gekauft. Dann war ich im Action und habe Kleinigkeiten gekauft, weil so viel brauche ich nicht. Gucken. Ja. Da habe ich eigentlich nur noch mal das Titanium Weiß geholt. Nummer 81. Jetzt gucke ich gerade, aber es ist dasselbe. Aber schaut mal, das ist voll beige und das ist richtig weiß. Und deswegen war ich total verwirrt, ob ich das schon habe. Jetzt muss ich mal gucken, wo ein Papier ist, was ich nehmen kann. Ein Stück. Das muss ich echt mal gucken, weil das ist doch nicht Titanium Weiß Nummer 81. Also das sieht man doch, dass das beige ist, oder? So. Deswegen habe ich schon gedacht, die haben eine neue Farbe, sonst hätte ich es gar nicht mitgenommen, weil ich habe mir das Weiß ja erst geholt. Und das ist definitiv weiß. Da bin ich echt gespannt. Ta 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 ta. Auch weiß. Haben die eine neue Verpackung? Muss ja auch weiß sein, ne? Aber das ist ja mal mies. Das ist doch hier eindeutig beige. Und nicht weiß. Ich verstehe es nicht. Aber es ist beides weiß. Okay, gut. Warum die Farbe jetzt? Was haben wir jetzt hier eigentlich für Katzenhaare hier noch dran? Verstehe ich jetzt nicht, aber. Ihr seht es, oder? Ist eindeutig dunkler. Schade. Also ich hatte mich jetzt über die Sache echt hier gefreut, über die Farbe. Okay. Das war Action. Dann habe ich noch. Also ich habe noch ein paar andere Sachen, aber jetzt von den Bastelsachen habe ich mir jetzt das nochmal mitgenommen. Ich bin irgendwie ein bisschen bescheuert, weil ich habe schon vier Pakete. Vier, also so eine. Ja, Pakete. Miniatursachen zum Basteln. Schön, jetzt habe ich mich auch eingesaut. Egal. Dann habe ich so dreckige Finger. Finger waschen. Ja, also die hatten mal wieder neue Sachen, auch so ein Bus irgendwie. Eiscreme-Bus, ne, sieht man jetzt nicht. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich komme da nicht vorbei. Ich fand das so süß mit den Süßigkeiten einfach. So niedlich. Und dann denke ich mir jedes Mal, ah, da ist so das. Ich denke mal eigentlich jedes Mal, wo willst du das hinstellen? Deswegen baue ich es auch, glaube ich, nicht zusammen. Weil ich nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Ich hab keinen Platz.
für so eine Miniatursache. Einmal reinschauen mit euch. Ja. Und da sind schon die ganzen Süßigkeiten, Zutaten zum Verbasteln. Farbe. Ja, sehr schön, aber ich habe noch nicht mal geschafft, meine Winterhäuser. Also, ein Haus sieht so schon aus. Das habe ich schon zusammengeklebt und vorgestrichen. Aber dabei ist es dann auch geblieben. Oh, ja. Man nimmt sich immer zu viel vor. Ja, auf jeden Fall. Wer weiß, irgendwann kommt es nochmal zum Einsatz. Dann habe ich dann habe ich mir den Stempel gekauft. Es gibt ja neue. Es waren noch alle da, aber ich brauche sie ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir die anderen immer alle geholt, die es gab jetzt letztes und vorletztes Jahr. Und denken mir, die liegen da rum und denken, na, aber das ist halt ein Kolibri. Und das ist so ein, ja, ein bisschen mein Glücksvogel, Lieblingsvogel. Und deswegen habe ich den nochmal mitgenommen. Und nicht nochmal, sondern deswegen habe ich ihn mir mitgenommen. Der kleine Schatz. Ja, und dann halt zweimal dieser Block, da musste auch mit. Die anderen sind ja nicht so mein Geschmack, die es da gab. Aber diese Vintage-Blöcke, die sind einfach schön. Andersrum machen. Vor allen Dingen, na, wo sind sie jetzt? Die da. So eine Pflänzchen. Nicht schön. Ja, den habe ich zweimal, ich glaube, weil der hatte 99 Cent oder sowas gekostet. Deswegen habe ich den zweimal mitgenommen. Und ja, was soll ich denn sagen? Babyfeuchttücher sind immer sehr gut. Die habe ich mir nochmal nachgekauft und dann nochmal ein paar Plastikboxen zum Verstauen und das war's. Dann, also noch Klebe, dann habe ich bei Dieters kleine Schnäppchenwelt bestellt. Es gab zwei kleinere Bestellungen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle dabei habe, weil ich habe jetzt nicht so viel. Auf jeden Fall habe ich mir das neue Oxide-Kissen geholt, das Lumberjack Plate. Habe ich noch nicht aufgemacht. So, wo ist mein habe ich gerade die Schere und jetzt ist die Schere wieder. Habe ich sie weggezaubert. Oh yeah. Also wenn seid ihr den Lärm beim Nach, das ist mein Fußwärmer, ja. Sonst hält man es hier drinnen nicht aus. So drauf. Naja, das ist ein schöner Farbton. Schön. Ich werde gleich mal ausprobieren. Also die. Und bei Dieters kleine Schnäppchenwelt sind die Distress Oxide und Inks einfach am günstigsten. Ich glaube, die haben 5,99 oder 6 Euro gekostet, aber nicht mehr. Deswegen bestelle ich mir die immer bei ihm. Dann gab es zweimal Stencil. Ich kann dir den Preis auch nicht mehr sagen, weil das war auch irgendwie so ein Rausverkauf, irgendwas mit Karabel Studios, was er da irgendwie hatte. Die Angebote gibt es nicht mehr, aber ich fand dieses Muster sehr schön, dieses schattenmäßiges, wird auch mit dem und so ein hier in so einem Grünton auch ganz hübsch aussehen, glaube ich. Und das finde ich auch sehr schön. Und das hatte ich mir da bestellt. Und dann auch von Carabel Studio einmal das Set. Das ist schon leider aufgegeben, aber macht ja nichts. Das Apothekenset, das ist, was ist denn das jetzt hier? A5 oder so sogar, also richtig, richtig dolle. Ja. Voll schön. Dann einmal noch dieses Set. Zum Geburtstagsset. Affen drauf und Geschenke gehen ja immer auch zu Weihnachten und so eine leckere Torte.
spiegelt ein bisschen, ne? Und machen wir so ein Pharmacy. Finde ich auch für Halloween oder so ganz, ganz schön. Die. Und kalt, kalt, kalt. Dann auch irgendwie so eine Sonderaktion von CC Design, so ein Punktestempel. War recht günstig. Das gibt es als Dankeschön gerade dazu. So eine Herzchen finde ich aber nicht schlecht, weil die Tochter, ach Quatsch, die Freundin meiner Tochter nächstes Jahr heiraten wird. Vielleicht kann sie die gebrauchen. Dann einmal Diamond Cards in so ein. So ein Winterfenster, Winter-Weihnachtsfenster und dann noch mal so Häuschen von CC Design. Das werde ich mir aber auseinanderschneiden. Ja, montiert ist es. Montiert ist es, aber ich werde mir das auseinanderschneiden. So Winterhäuschen und geht ja auch immer. Und von CC Design nochmal so ein Candy Shop. Gingerbread Lane heißt es. Sieht so aus. Ich weiß nicht, ob es das regulär noch zu kaufen gibt. Ich weiß nicht. Er hatte das halt im Angebot. Er hatte noch mehr, aber ich wollte nur die haben. Und die habe ich bekommen. Ja, das war die das kleine Schnäppchenwelt. Ich glaube, ich habe da noch Papier gehabt. Ich glaube, das war noch so ein Angebot, irgendwie 10 Designpapiere. Das müsste das sein. Ja, und das, wie es halt immer so ist, ne? Ich weiß nicht. Also das hier ist überhaupt nicht mein. Das hier. Einseitig gedruckt, aber naja. Mal sehen. So, das ist, naja, von Graphic 45, aber weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Das ist auch weniger gut. Da so eine Papiere muss man halt ja auch irgendwie mal loswerden. Und dann ja, das halt. Einhorn und so ist nicht meins, aber es könnte Peter Pan oder so sein. Aber ja. Dreamed of Dreams, das wäre dann vielleicht schon eher, was man benutzen würde oder ich. Und die finde ich jetzt ganz gut. Einmal die Seite, aber die Seite finde ich eigentlich noch viel schöner hier mit dem Weihnachtsmann für ein Journal. Ein Junk Journal. Und das ist auch hübsch. So, und einmal so. Also die hat er halt irgendwie dann so zusammengestellt. Und dann als Angebot, ich weiß es nicht mehr, was die gekostet haben, beziehungsweise irgendwann nicht teuer, sonst hätte ich sie nicht bestellt. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was immer so Überraschungspakete angeht. Da, wenn ich das immer sehe bei anderen, dann denke ich mir, oh Gott sei Dank hast du es nicht. Die Seite ist auch nicht hübsch, aber die Seite ist gut. Die Seite finde ich wieder schön. Rechtspark und naja, kannst du in die Tonne treten, aber die andere Seite wenigstens. Und ja, Hochzeit. Pre-Bride, das denke ich mal auch für Geburtstag irgendwie. Quatsch, für Hochzeit von der Freundin meiner Tochter. Irgendwie mit verwurscheln, genauso wie das hier. Just Merit. Mit dem Auto. Ansonsten auch nicht so meins. Ja, und das ist auch Just Merit. Aber da kann man das halt, das ist ein neutraleres Muster, das kann ich halt auch verwenden. Ja, ansonsten ist das immer nicht so mein Geschmack. Diese Surprise, Surprise Geschenke. So, als letztes kommen wir zu meinem Highlight. Und zwar in der Black Week. Durch Zufall war ich bei Wessen Creative. Direkt bei denen. Eigentlich wollte ich was über Amazon bestellen und habe eben gesehen, dass das
von wessen Creative ist und habe gedacht, naja, vielleicht ist es, wenn ich das da bei denen direkt bestelle und nicht über Amazon, ein bisschen günstiger. Ja, und siehe da, es stand drauf 80% auf 8000 verschiedene Artikel. Und da habe ich gedacht, wow, da muss ich ja mal gucken. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich geshoppt. Und ja, da ist es so ein bisschen mehr geworden, wie die, also das, was ich haben wollte. Oh, das ist alles da drin. Damit man das erste Mal wieder verräumen kann. So. Das war nicht, wie viele Artikel das waren. Das waren Haufen Zeugs. Aber es stehen da keine Preise da drauf. Es sind nur Lieferschein, deswegen, ich weiß es nicht mehr, aber es gibt es ja auch nicht mehr. Fangen wir mal mit Papier an. Die habe ich mir bestellt. Also 80% auf alles, was ich jetzt da gekauft habe. Bis auf das, was ich eh wollte, das war nicht zu 80%. Aber ich dachte, ich hätte das zweimal. Gucken. Nee, das hatte ich einmal. Das sind diese Briefmarken. Auf der anderen Seite Sternchen. Die werde ich mir ausschneiden, weil ich wollte ja immer noch was zu so einem Zirkus machen. Und dann habe ich mir die aber zweimal, das sind so aus, zum Ausstanzen und Tags geholt. Also ich werde das jetzt nicht alles sagen, was da drauf ist. Das sieht man ja, dass es ein Löwe oder irgendwas ist. Also kann man sich ja stundenlang drauf aufhalten, alles dazu nochmal zu erzählen, was drauf ist, was man eh schon sieht. Und dann sind das Karten zum Ausschneiden. Das ist die Rückseite, die ist auch schön. Vom Bobani sind die. Aber ich will die Karten haben. Und die habe ich mir dann zweimal, viermal bestellt. Weil so günstig kriege ich sie nicht wieder. Und ja. Deswegen sind die Firmen mitgekommen. So, der Grund, warum ich da bestellen wollte, war, Moment, das hatte ich jetzt gerade gesehen. Ach, geil. Dann fangen wir einfach an. Ein Cosmic, von Cosmic Shimmer, so eine Texturpaste habe ich mir mitgenommen. Und ich weiß echt nicht mehr, aber ich habe 80% gespart. Das weiß ich. Es steht auch keine Gesamtsumme mehr drauf. Nee. Es steht also 33 Artikel habe ich mir insgesamt gekauft. Auch wenn und die doppelten zählen natürlich dann auch mit. Also einmal die Texture Paste. Und dann Crackle Paste in so einem Blauton. Frosted Sky ist das. Und das ist Gold Pearl. Ja. Wollte ich mal ausprobieren. Ich habe von dieser Marke, also von Cosmic Shimmer, gar nichts. Und dann, ja, wenn sie dann schon so billig sind, ich glaube, ich habe 2 Euro oder sowas bezahlt für so einen Pott. Also da kann man nichts mehr lernen. Dann wollte ich, ja, Eyelets haben und die sind sehr, sehr klein. Und die haben irgendwie reduziert jetzt 50 Cent oder so gekostet. Und die Farbe sollte eigentlich ein Grün sein, aber naja, okay. Und das andere ist auch ein Grün. Dunkelgrün und ein helles Grün. Dunkelgrün ist in Ordnung. So, dann greife ich jetzt einfach mal rein. Dann gibt es hier diese Cutting Stencil, wo man da sowas mit aufklappen kann. Ein Bleikraft. Dann gab es von Tim Holtz hier on the Edge so eine, ja, Berge oder ja, was man auch immer damit machen will. Ich glaube, Berge sollen es sein. Pennants? Ich weiß es nicht, was Pennants sind. Spitzen? Keine Ahnung. Dann habe ich mir den hier geholt, die kleinen süßen Kürbisse. Die haben auch irgendwie nur 1,20 oder so gekostet. Dann
Eine Mauer, ein Stencil. Das ist echt jetzt vom Licht hier, ne? Aber das muss jetzt ja nicht raus, wie eine Mauer aussieht, wisst ihr. Und dann nochmal ein Kürbis mit Kopf. Dann musste der Stencil mit, weil ich mag ja total gerne Fleur-de-Lis. Und das ist in lang. So. Wenn ich hier runterlege, ist es besser zum Schauen. Ne? Also man muss natürlich gucken. Manche Sachen, die ich toll fand, die waren nicht reduziert. 80%. Also ich habe wirklich nur in dieser auf den Seiten geguckt mit den 80%, und aber ich finde, dafür habe ich echt auch genug gefunden. Dann habe ich mir einen Embossing Folder geholt. Das schaut so aus von Kaiserkraft. Ich bin mal gespannt, was man sich sonst ja nie hätte unbedingt gekauft, ne, zum Originalpreis. Also ich jedenfalls nicht. Dann wollte ich schon immer den hier haben. Also den habe ich schon über ein Jahr bei Amazon auf meiner Wunschliste und habe immer gedacht, ach, ich weiß nicht. Aber jetzt habe ich ihn und total günstig bekommen. 80%. Ich lag auch irgendwie, glaube ich, nur bei so. Also ich glaube, im Schnitt habe ich so 2 Euro bezahlt für die Sachen. So, da ist mein Schätzlein. Das ist, was ich unbedingt haben wollte hier. Den finde ich so süß. Ist auch nicht groß, aber so süß, und den wollte ich mir eigentlich bestellen, und ja, aber der war Originalpreis, ich glaube, 5 Euro irgendwas, also um die 6 Euro oder 7 Euro, weiß ich nicht genau, aber der ist dann dafür mitgegangen, dass ich einen Haufen anderes Zeug günstig gekriegt habe. Ja, den habe ich noch nicht benutzt, den wollte ich eigentlich für die Weihnachtskarten noch irgendwie auf dem Umschlag oder so, mach schauen. So, dann gab es ganz viel von Carabel. Vieles war aber auch schon ausverkauft, muss dazu sagen. Aber ich habe trotzdem was gefunden. Also den finde ich schön. Ja, da musste ich auch irgendwie so ein bisschen an Halloween denken, mit so einer Axt. Und ja, der Mond, weiß ich nicht, der ist ein bisschen albern, aber den fand ich auch süß. So groß. Zum Originalpreis niemals mitgenommen, hätte ich niemals mitgenommen, dafür wäre ich zu geizig, aber für die paar Euro ist es in Ordnung. Und dann ist der hier mitgegangen für ein paar Euro. Und dann haben wir hier noch ein Spinnennetz. Dann von Daris wollte ich auch schon länger haben, war mir aber auch mal zu teuer, war jetzt auch super günstig für 1 Euro irgendwas, glaube ich. Ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern, aber das sind so lauter Behälter. Da oben sieht man das. Werde ich irgendwann mal benutzen, werdet ihr dann sehen. Dann habe ich mir noch mal Schwämmchen mitgenommen, weil die auch nur ein paar Cent gekostet haben. Zum Malen. Und eine Katze ist mitgekommen. Fand ich auch witzig. Und die. Ja. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Und ist hier nochmal Ursula. Ein Stencil noch mitgekommen von Carabel. Reise. Und Fische, die sind sonst auch richtig teuer. Die, glaube, waren sonst um die 11 oder 15 Euro. Und wenn man da jetzt 80% abzieht, dann hat man schon was gespart. Und ich fand die irgendwie ganz interessant. Vor allem den. Also der hier mit seinem Hemd, ich weiß nicht, aber naja, mal schauen. Und nochmal eine Stanzschablone so zum Schließen. Und dann, dann habe ich hier noch ein paar Fischgräten. Auch für so maritime Seiten dann nachher, die dann irgendwie da so
am Meeresboden da liegen. Mal sehen. Oder im Zusammenhang mit der Katz. Also. Jetzt ist meine Katze weg. Da. Die irgendwie hinstemme und dann kommen dann da die Fischgräten da irgendwo mit hin. So in Kombination. Und dann, ja, ich weiß jetzt also auch nicht, was mich da jetzt geritten hat vom Bobani. Das sind so Rezepte. Ich dachte, glaube ich, für Junk Journal oder so zum also Taschenstecken oder ich weiß es auch nicht so genau, was mich da geritten hat. Ja, das sind so Karten halt. Kann man da das eigentlich für Rezepte? Mal gucken. So, das sind auch so verschiedene Seiten. Leute, es ist kalt. Ich beeile mich jetzt. Und als letztes meine ich, ja, das ist leer. Als letztes musste das mit. Ich liebe ja diese Firma, Creative Expression. Die machen tolle Sachen. Und ja, das ist ein richtig schöner Stempel, um Zehen zu machen mit den Häusern, mit dem Zaun oder der Gartenmauer. Blümchen. Das war's, was ich euch zeigen wollte, glaube ich. Was ich jetzt hier noch in meiner Nähe gefunden habe. Oh, und ich habe eiskalte Hände. Ja, ein riesen Haul. Ja, wie gesagt, liegt auch alles schon. Also die Black Week ist ja schon langs rum und es liegt alles schon ein paar Tage. Bis auf das vom Action. So, naja, sind auch schon ein paar Tage her. Das soll es gewesen sein. Mein Abschluss, glaube ich. Naja, oder sagen wir mal bis Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich mich zwischen den Tagen nochmal melde. Wenn nicht, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Heiligabend. Also wirklich frohe Weihnachten für alle, auch wenn ihr krank seid, alleine seid. Genießt es für euch, macht es euch schön. Auch sonst in der Familie natürlich, macht es euch schön. Und ja, und wie gesagt, wenn ich mich nicht mehr melde, wünsche ich euch jetzt schon allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt da gut rein, lasst euch feiern. Freuen wir uns alle aufs nächste Jahr. Bis dann. Ciao, ciao.